hoffentlich sieht er hier bald wieder raus. Hey, wo zum Teufel sind wir hier? Pass auf! Fürchtet euch nicht, Geächtete. Kleiner Barbar, unsichtbare Zauberlehrling, Hüter des Schildes und Prinzessin der Akrobatik. Wer war das? Das war der Fürst der Vergeltung, die linke Hand des Teufels. Und ich bin der Herr der Schlösser, euer Führer in der Geschichte von Kerkern und Drachen. Beruhigt euch! Ich sagte doch, es tut mir leid, ich wollte den Stein nicht gegen euer Nest werfen. Entschuldigen hilft jetzt auch nichts mehr, Erik. Hank, Presto, warum hilft mir denn keiner? Kein Zweifel, ich muss mir eine neue Mütze besorgen. Sie weg? Ja, Hüter des Schildes, sie sind weg. Hey, ihr habt ein tolles Timing, eure Niedrigkeit. Wo seid ihr gewesen, als wir einen Kammerjäger brauchten? Ich werde leider an vielen Orten gleichzeitig gebraucht, Hüter des Schildes. Das Leben eines Herrn der Schlösser ist nicht gerade das Einfachste. Ach, jetzt kommt mir nicht mit sowas. Ihr habt so viel Macht, warum setzt ihr sie niemals ein? Also, wenn ich Herr der Schlösser wäre, wüsste ich schon, was zu tun ist. Welch interessantes Angebot. Ja, es stimmt schon, ich könnte eine kleine Erholung gebrauchen. Also schön, Hüter des Schildes. Ich nehme euer Angebot an. Wie bitte? Entschuldigt bitte, Herr der Schlösser, aber was für ein Angebot ist das? Ich werde aus dem Hüter des Schildes den Herrn der Schlösser machen. Nur eine Zeit lang natürlich. Was, ich? Der Herr der Schlösser? Hört mal... Ja, in der Tat. Ich werde euch meine ganze Macht übertragen und ihr könnt sie einsetzen, wann immer ihr wollt. Das war doch nur ein Scherz, Herr der Schlösser. Hab ich recht? Ich würde Erik nicht einmal einen Kartentrick zutrauen. Hey, Moment mal, Herr der Schlösser. Altes Haus, ihr habt recht. Ich kann nicht mal einen Kartentrick. Lassen wir das lieber. Hey, was habt ihr jetzt getan? Ich fühle mich gar nicht verändert. Das wird sich schon bald ändern. Aber zuerst müsst ihr lernen, mit den neuen Kräften in euch umzugehen. Hey, ich spür's bereits schon. Vielleicht bin ich für diese Aufgabe sogar wie geschaffen. Oh! Ihr dürft nur eure Aufgabe nicht zu leicht nehmen, junger Herr der Schlösser. Ja, damit habt ihr wohl recht. Hört, dieses Herr der Schlösser-Getue macht mich ganz schön durstig. Hey, warum habt ihr das getan? Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass jede Tat zu einer anderen Verbindung hat. Jede Aktion hat seine eigene Konsequenz. Es besteht also ein universelles Gleichgewicht. Wenn ihr also hier Wasser hervorbringt, um euren Durst zu stillen, könnt ihr möglicherweise woanders das Wasser ausgehen und alles drumherum verdorren. Und woher soll ich dann wissen, was zu tun ist oder was nicht oder was ich tun sollte? Ihr müsst gen Osten reisen und eine Stadt namens Dark Heaven aufsuchen. Dort werdet ihr dann das goldene Grimoire finden. Es enthält den Schlüssel zu all euren Fragen. Hey, wartet einen Moment. Was habt ihr mit meinem magischen Schild getan? Auf dieser Reise wird das Wissen euer Schild sein. Er ist schon wieder verschwunden. Ja, diesmal macht er sogar Urlaub. Hey, seid ganz unbesorgt. Habt ihr nicht gehört, was er gesagt hat? Ich bin jetzt der Herr der Schlösser. Das ist es ja, Erik. Das macht uns ja Kopfzerbrechen. Ey, Leute, wartet einen Moment. Ich hasse es, dies jetzt sagen zu müssen. Ich will euch ja nicht verletzen oder zurückweisen. Aber wir müssen hier lang. Ach, du Schande. Oh Mann, hoffentlich kriegen wir das jemals wieder hin. Das goldene Grimoire enthält den Schlüssel zu all unseren Fragen. Was genau hat wohl der Herr der Schlösser damit gemeint? Frag doch mal Erik, er ist doch jetzt der neue Herr der Schlösser. Also Erik, was ist an dieser Sache dran? Was? Oh, also, das ist so. Diese Dinge sind ziemlich kompliziert und nicht einfach zu erklären. Mit anderen Worten, du weißt es also auch nicht. Und was ist so gut daran, Herr der Schlösser zu sein, wenn du nichts über den Job weißt? Wer behauptet, dass ich nichts über den Job weiß? Du, Erik, und zwar jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst. Sag mir doch einfach mal eine Sache, die du tun kannst.
Na schön, du Naseweiß. Jetzt werde ich dir mal was sagen. Jetzt, wo ich Herr der Schlösser bin, kann ich uns heimbringen. Das ist doch nicht zu fassen. Er hat recht. Das war wahrscheinlich das, was der Herr der Schlösser meinte. Wow! Ich hab's wirklich drauf. Ich weiß es. Ich weiß nur nicht wie. Noch nicht. Also der Herr der Schlösser hat gesagt, wir müssen Dark Heaven und das goldene Grimoire finden. Und was soll so ein Ding überhaupt darstellen? Seid ihr wirklich so dumm oder tut ihr nur so? Ein Grimoire ist ein Buch über Magie. Ist ja schon gut, Eric. Jeder von uns weiß das doch. Vielleicht erfährt Eric dadurch, wie wir wieder heimkommen. Na, worauf warten wir denn noch? Kommt endlich! Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Und die wären? Die jungen Freunde des Herrn der Schlösser sind auf der Suche nach dem goldenen Grimoire und einer Stadt namens Dark. Was? Das goldene Grimoire? Ausgezeichnet! Diese Narren werden uns hinbringen und die Geheimnisse des Buches werden bald die meinen sein. Komm schon, Dämon. Wir werden unseren jungen Freunden auf ihrer Reise Gesellschaft leisten. Wie weit ist diese Stadt von hier überhaupt entfernt, Eric? Woher soll ich das denn wissen? Tja, du bist doch der Herr der Schlösser, oder? Ach ja. Stimmt, mal sehen. Was würde jetzt der Herr der Schlösser sagen? Ihr werdet es finden, während es euch schon längst gefunden hat. Es liegt weit entfernt von hier, doch in Wirklichkeit liegt es ganz in der Nähe. Na, wie war das? Ach, hört doch auf mit diesem Blödsinn. Es ist gar nicht so einfach. Seht ihr? Bobby? Nein, übernimm du das. Wirklich eine tolle Leistung, du großer Herr der Schlösser. Ihr habt mir ja keine Chance gelassen. Ich wäre mit diesem Wollknäuel schon fertig geworden. Okay, ich lass ihn wieder frei und du... Oh nein, nein, lass mal. Ich meine, du hast bereits sehr weise gehandelt, Geächteter. Wie amüsant. Ja, der junge Hüter des Schildes hat sich als Herr der Schlösser verkleidet. Wir wollen doch mal sehen, ob seine Magie auch mit einem Zauberstumm mithalten kann. Sieht so aus, als bekämen wir verdammt schlechtes Wetter. Das hier ist kein gewöhnlicher Sturm. Das kann nur Vengers Werk sein. Und woher willst du das wissen, Eric? Keine Ahnung, ich weiß es eben. Schnell, bringt euch in Sicherheit! Na los, bewegt euch! Schnell, Juni, lauf! Wie um alles in der Welt hast du das nur gemacht? Tja, gute Frage. Tja, Eric, was immer du auch getan hast, es hat funktioniert. Der Junge hat sehr viel Macht, Meister. Ja, aber er hat zu wenig Erfahrung. Darum wird ihm seine Macht nicht bekommen. Aber genug jetzt des Vergnügens, Schattendämon. Wir müssen da Kevin und das Grimoire finden. Eric, es muss doch noch einen schnelleren Weg nach Dark Heaven geben. Vielleicht kann ich irgendwas aus meinem alten Sombrero herbeizaubern. Na klasse, Junge, ein fliegender Teppich. Schöne Bescherung. Überlass das ruhig dem alten Herrn der Schlösser, Leute. Ach ja. Und was hast du vor? Willst du vielleicht eine Concorde herbeizaubern? Warum eigentlich nicht? Eric, was hast du denn jetzt wieder getan? Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Die einzige Weise, gut zu fliegen. Na, großartig. Sie fliegen nur mit dem Vogel Airlines. Immer noch besser, als zu Fuß zu gehen. Hey, nicht schlecht, Eric. Ja, es scheint, als würdest du doch noch ein guter Herr der Schlösser. Fragt sich nur, ob ihr das auch noch erleben seht. Das ist ein roter Drache. Jetzt nur nicht loslassen.
endlich irgendetwas. Davon stand aber nichts in der Gebrauchsanweisung. Jetzt kann uns nur noch eins helfen. Wir müssen springen. Bring uns doch aus diesem Schlamassel, Erich. Es funktioniert nicht. Das sind ja tolle Aussichten. Hokus pokus à la Cassandra, tu irgendetwas, bevor wir aufschlagen. Hey, und was ist mit mir? Der Aufprall wird ihn zerschmettern. Hey, Eric, jetzt schau doch nicht so betrübt. Du lebst doch noch. Dank deiner Hilfe. Ich bin schon so ein Herr der Schlösser. Ich bin nicht einmal in der Lage, mir selbst das Leben zu retten. Ach, lass mal gut sein, Eric. Du brauchst eben etwas Zeit, um zu lernen, wie man mit solchen Kräften umgeht. Ja, hoffentlich. Von einem Flug nach Dark Heaven will ich jetzt nichts mehr hören. Kommt, Leute, wir gehen wieder. Der beruhigt sich schon wieder. Wollen wir's hoffen. Wie weit ist es eigentlich noch bis dahin? Wir sind jetzt schon bestimmt um die halbe Welt gelaufen. Und was ist, wenn wir den falschen Weg eingeschlagen haben? Vielleicht sind wir an Dark Heaven schon vorbeigelaufen. Ich glaube, es wäre ziemlich schwer, es zu verfehlen, Sheila. Scheint größer zu sein, als wir erwartet haben. Ja, und es sieht auch wesentlich unfreundlicher aus. Warte, kleiner Baba. Diese Türen kann man nicht durchbrechen. Hä? Eric, du hast schon wieder wie der Herr der Schlösser geredet. Deswegen braucht ihr euch doch nicht gleich in die Hosen zu machen. Schnell, Schattendämon! Wir müssen vor unseren jungen Freunden das Buch in der Hand haben. Eric, ich dachte, du wüsstest, wo wir hin müssen. Das weiß ich doch auch. Hier geht's nicht lang. Und was ist mit dieser Tür, Eric? Genau die ist es. Also gehen wir. Obi-Wan Kenobi ist hier jedenfalls nicht. Das war ein Witz aus unserer Welt, Junge. Wieder nichts. Es wird Jahre dauern, das Grimoire in einer Stadt solchen Ausmaßes zu finden. Dies wird nicht vonnöten sein. Wir werden einfach den Kindern folgen. Wenn der Hüter des Schildes schon die Robe des Herrn der Schlösser trägt, dann hat ihm jener bestimmt auch seine Allwissenheit übertragen. Aber wie werden wir sie finden? Das überlasse getrost mir. Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist, Eric? Hey, vertraut mir. Was hat der Herr der Schlösser jetzt eigentlich noch, was ich nicht habe? Stil, Eric, Stil! Und was jetzt? Tja, wenn Eric sagt, hier geht's lang, dann schlagen wir auf diesen Weg ein. Ganz schön unheimlich hier. Keine Sorge, ich hab doch gesagt, ihr braucht hier von nichts Angst zu haben. Puh, der ist nicht echt. Das ist nur eine Statue. Glaubt ihr, mir ist jetzt endlich alles kein Problem? Eric, pass auf! 2-1 für dich, Eric. Wir sind da. Das Wasser hebt sich. Los, folgt mir. Ganz wie ihr befehlt, Herr der Schlösser. Wow! Das goldene Grimoire. Thank you.
haben wir es ja. Leute, wir werden jetzt nach Hause gehen. Ubirata akushmi, ascupati ami calatum. Das hast du wirklich gut gemacht, Eric. Wir werden unsere Waffen hier lassen müssen. Und was ist mit Junior? Kann ich sie nicht einfach mitnehmen, Eric? Tut mir leid, Bobby, aber sie wird in unserer Welt nicht überleben. Meine Magie wird sie beschützen, wenn wir weg sind. Mach's gut, Juni. Ich werde dich vermissen. Oh, wen haben wir denn hier? So ein Pech für euch, dass alles umsonst war. Eure Waffen gehören jetzt mir, ebenso das goldene Grimoire. Schnell, lauft durch das Portal, bevor es sich wieder schließt. Ich halte so lange Venger auf. Du bist wohl verrückt, Eric. Er hat unsere Waffen und das goldene Grimoire. Wie willst du Venger denn noch aufhalten, hä? Ich muss es tun, weil ich der Herr der Schlösser bin. Gib auf, Junge, und zwar sofort. Dann wirst du am Leben bleiben. Kommt nicht in Frage, du Hornkopf. Na komm schon und ziel genau. Los, nimm die Fäuste hoch und zeig, was du drauf hast. Nur einer von uns wird diesen Kampf überleben. Und derjenige wird nicht ich sein. Oh, ich hab mich wohl versprochen. Kindischer Narr! Du meinst wohl, dies ist ein Spiel? Ich kann dir versichern, dass dies durchaus kein Spiel ist. Ah! Wir müssen irgendetwas unternehmen. Du bist unsere einzige Hoffnung, Diana. Kommst du an unsere Waffen ran? Ich werd's versuchen. Oh nein, bitte nicht jetzt. Ah! Hast du tatsächlich geglaubt, ein Kind wie du könnte der Herr der Schlösser sein? Das war dein größter Fehler, Hüter des Schildes. Und es wird auch dein letzter sein. So, jetzt oder nie! Meister, die Waffen! Was? Ich werde mich nun endgültig von euch allen befreien. Nein! Na schön, dann wirst du eben der Erste sein. Das Wissen wird dein Schild sein, Hüter des Schildes. Das Grimoire! Nein! Raus hier! Hier wird gleich alles in die Luft fliegen! Aber was ist mit dem Portal? Es ist wieder weg, Sheila! Ja, und wir auch gleich! Bleib zusammen! Einfach zu schade und wir waren schon fast zu Hause. Tut mir leid, Leute. Ich glaube, es ist alles meine Schuld. Unsinn. Du hast völlig richtig gehandelt, junger Herr der Schlösser. Ihr macht wohl Scherze. Ich meine, durch meine Schuld müssen wir jetzt hierbleiben. Ich habe das goldene Grimoire zerstört. Aber du warst bereit, dein Leben zu opfern. Für deine Kameraden. Er hat recht, Eric. Du hast dein Leben riskiert, um uns zu retten. Habe ich das? Ja. Ach ja, stimmt ja. Wow, das hätte ich mir gar nicht zugetraut. Hört, Herr der Schlösser, ich meine, ihr braucht nicht zu glauben, dass es kein Spaß war, weil es kein Spaß war. Aber ich würde eben doch wieder gern Eric, Hüter des Schildes sein, wenn das möglich ist. Aber sicherlich. Oh, bin ich froh, wieder von diesen Klamotten befreit zu sein. Oh, das sollte keine Beleidigung werden. So habe ich es auch nicht verstanden, Hüter des Schildes. Aber vergesst eines nicht. Einmal mit diesen Kräften versehen. Und du wirst nie wieder der Alte sein. Habt ihr das alle gehört? Ich hoffe, ihr werdet mich in Zukunft mit etwas mehr Respekt behandeln. Hey, was ist denn jetzt los?
Herderschlösser, lass das wieder aufhören. Schön, dich wieder bei uns zu haben, Güter des Schildes. Arata Platz, Kabrum infirm, Kasch firm Kira. Das ist ja scheußlich. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.